Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Bake My Day. Ich bin's wieder, Mira, und heute mit einem super saftig leckeren Banana Bread Rezept. Und zwar Banana Bread, wie der Name schon sagt, ist mit Bananen, die habe ich auch schon hier. Und da bietet es sich an, besonders braune Bananen zu nehmen. Also nehmt die Bananen, die ihr selber schon nicht mehr essen würdet, weil sie so dunkel sind und irgendwie matschig und eklig. Dann sind sie perfekt für dieses Rezept, weil dann haben sie den Höhepunkt ihres Geschmacks erreicht für unser Rezept. Und ich habe hier zwei große Bananen oder ihr nehmt drei etwas kleinere, so ungefähr. Ihr müsst da nicht ganz streng sein. Und die tue ich hier in meine Schüssel und zermansch die ein bisschen mit meiner Gabel oder mit einem Kartoffelstampfer, je nachdem, was ihr da habt. Und tue auch schon Vanilleextrakt dazu. Dann stellen wir das Ganze zur Seite und kümmern uns um den Rest des Teiges. Und dafür, wie immer, fangen wir an mit der Butter. Die hat wieder mal Zimmertemperatur. Und die schlagen wir jetzt schön cremig, bis wir dann den Zucker dazugeben. Wie ihr gesehen habt, habe ich braunen Zucker genommen. Ihr solltet auch unbedingt braunen Zucker nehmen und ihn nicht durch weißen ersetzen, weil der braune Zucker vom Geschmack viel, viel, viel besser zu diesem Rezept passt. Und jetzt tue ich die Eier dazu. Jetzt nehmen wir wieder unsere Bananen-Vanille-Extrakt-Mischung und können die jetzt endlich dazugeben. Und wenn wir das alles dann vermischt haben, dann kommt auch das Mehl dazu mit den schönen Gewürzen. Jetzt kommt das Mehl dazu, sowie Zimt, ein bisschen Nelke und natürlich eine Prise Salz und Natron. Und das rühren wir jetzt so um, bis sich alles gerade so miteinander vermengt hat. Nicht zu lange rühren und dann sind wir eigentlich schon fertig. Damit ist unser Teig dann auch schon fertig und jetzt nehme ich mir meine Form. Das hier ist eine ganz einfache Kastenform und die habe ich auch schon gebuttert und mit Backpapier ausgelegt, damit ich die später einfach den Kuchen rausheben kann. Und jetzt kann das Ganze eigentlich auch schon so, wie es ist, in den Ofen, aber ich mache noch ein paar Nüsse oben drauf. Ich habe hier Walnüsse und die streue ich hier einfach so schön oben drauf. Und dann, zu guter Letzt, habe ich hier noch ein bisschen braunen Zucker mit Zimt gemischt und den streue ich hier auch noch drüber. Und jetzt kommt das Ganze in den vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Umluft für ungefähr 45 bis 50 Minuten. Garprobe könnt ihr wie immer mit dem Holzstäbchen machen. Das hier ist das fertige Banana Bread und es ist auch schon ausgekühlt. Und deswegen hebe ich es jetzt hier aus der Form. Ups, das ging ja mal super gut. Und jetzt schneide ich es mal an. Mmh. Das sieht so saftig aus und es riecht und duftet so lecker. Mit den Nüssen obendrauf, die schön karamellisiert sind. Oh, ein Traum. Sagt mir unbedingt, wie es bei euch geworden ist. Macht ein Foto von eurer Kreation und ladet sie bei Instagram hoch mit Hashtag IamBakeLove. Und bis bald. Mmh.